Hallo Freunde von Enrico Galvini und Bodhisattva Music. Ich bin Enrico Galvini, Gründer und CEO von Bodhisattva Music. Heute wieder ein kurzes Video zum Thema Mantren. Für viele von euch ist das Thema vielleicht bekannt und ihr habt auch schon allerhand Bücher über das Thema gelesen. Darum dieses Video ist eher für Leute, die sich damit noch gar nicht auskennen, die aber eventuell neugierig geworden sind oder sich schon immer mal gefragt haben, was sind Mantren. Dann möchte ich euch heute mal ein Buch empfehlen, und zwar das Buch Heilende Mantras von Thomas Ashley Farran, Klangmedizin für Persönlichkeitswachstum, Kreativität und Gesundheit. Also der Autor ordnet das Mantrasingen direkt in den Bereich Klangmedizin ein. Was wird alles im Buch behandelt? Also im Buch wird erstmal wirklich bei Null angefangen. Der Autor erklärt, dass unserer kompletten Schöpfung ja eigentlich Frequenzen zugrunde liegen, also Schwingungsmuster, und dass das ja eigentlich Klang ist. Und erklärt so dann den Zusammenhang zu den Mantren. Dann gibt er in weiteren Kapiteln zum Beispiel eine Einleitung darüber, wie man Mantren benutzt, was man vermeiden sollte, wenn man Mantras benutzt. Außerdem erklärt er in seinem Buch, warum Mantras dann auch tatsächlich funktionieren können. Und im weiteren Verlauf des Buches unterteilt der Autor dann die Mantren, zum Beispiel in Mantren für die Liebe und Partnerschaft, Mantren für Gesundheit, Mantren für Erfolg im Berufsleben. Dann gibt der Mantren auch zur Karma-Klärung. Des Weiteren stellt der Autor viele Mantren vor, auch für Götter und Göttinnen und aufgestiegene Meister, die verehrt werden. Und er gibt außerdem Mantren zur Hilfestellung für den Planeten Erde, um der Erde sozusagen etwas Last von den Schultern zu nehmen durch das Mantra-Singen. Was für einen Sinn kann es zum Beispiel haben, dass man Mantras singt, die zum Beispiel an Götter oder aufgestiegene Meister adressiert sind? Vielleicht habt ihr ja schon mal was von den Spiegelneuronen gehört. Das bedeutet, dass unser Gehirn Spiegelneuronen bildet, wenn wir Menschen beobachten. Unser Gehirn bildet sozusagen in uns den Zustand ab des Menschen, den wir beobachten. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel ein Mantra singen, welches Krishna lobt oder Jesus oder die Göttin Lakshmi, verbinden wir uns ja mental mit diesen Persönlichkeiten bzw. mit diesen Wesenheiten, und unser Gehirn fängt an, in den Feldern, in den morphogenetischen Feldern zu suchen und baut uns die Spiegelneuronen dieser Person auf, sodass wir immer mehr von deren Eigenschaften integrieren können. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum man Mantras singt, die bestimmte Götter loben, weil man damit in sich selbst auch diese Eigenschaften lobt. Ihr kennt das ja alle, was man aussendet, kommt zurück. Das bedeutet, wenn ich eine gute Eigenschaft eines Gottes immer und immer wieder lobe, wird nach einer Weile natürlich auch mir diese Eigenschaft zuteil. Das ist dieses ganz einfache, die Energie geht dorthin, wo der Fokus und wo die Aufmerksamkeit ist. So viel zur Buchvorstellung. Heilende Mantras, für mich ein ganz tolles Buch. Es war tatsächlich für mich das erste Buch zum Thema Mantras. Und wenn ihr euch entschließt, dieses kleine praktische Taschenbuch zu bestellen, macht das doch bitte über meine Webseite, über den Link, den ich euch bereitstelle, denn dann zahlt mir Amazon tatsächlich eine kleine Werbegebühr und ich kann weiter solche Videos machen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich bin Enrico Galvini. Viele Grüße aus Costa Rica. Pura Vida.